So, heute jetzt ein kurzer Ausflug nach Zhaytunai Bay. Hier ist auch richtig, richtig schön. Mich erinnert das hier komplett irgendwie an Dubai. Hier sind die ganzen Yachten im Hintergrund. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ich jetzt die Kamera nochmal umdrehe. Hier habt ihr die ganzen Hochhäuser. War jetzt eigentlich auch voll locker, nur 10 Minuten Fahrt von unserer Suite hier ins Yachtenviertel. Ja, und falls ich jetzt vielleicht mit meinen Videos bei dem einen oder anderen von euch Lust geweckt habe, auch mal nach Beirut zu reisen, wollte ich noch ein paar allgemeine Tipps euch geben auf jeden Fall. Am leichtesten ist es, Dollar mitzunehmen. Also natürlich gibt es hier auch eine libanesische Währung, aber Dollar wird eigentlich überall akzeptiert und das ist am leichtesten, weil man ja Dollar auch in Deutschland überall wechseln kann und damit kann man auch hier in Beirut nahezu überall bezahlen. Also ich habe bisher keine Stelle, kein Restaurant oder Taxi oder sonst was gefunden, wo man nicht mit Dollar bezahlen konnte. Was auch noch ganz wichtig ist, ich bin jetzt mit Middle East Airline in den Libanon geflogen. Also das ist auch die Airline von hier. Um hier ein Visum zu bekommen, müsst ihr so eine Art Einreisepapier ausfüllen. Da müsst ihr dann euren Namen angeben, Passnummer noch, wer euer Vater ist, euer Job und vor allem auch eine Adresse, wo ihr euch hier im Libanon aufhaltet. Das ist halt die Bedingung, dass ihr hier ein Visum bekommt, um euch hier aufzuhalten. In der Middle East Airline, da haben halt die Stewardessen das ausgeteilt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man mit anderen Airlines hier hinfliegt oder wo man das dann bekommt, aber das braucht ihr auf jeden Fall, um hier eine Einreiseerlaubnis zu bekommen. Also sollte man definitiv beachten, nicht, dass man nachher hier nicht ins Land reinkommt. Ja, und was viele von euch bestimmt auch wissen, Beirut ist ja auch bekannt für lange Partynächte. Eine der wenigen Städte jetzt im Nahen Osten, wo man so Party machen kann.